Von der anderen Seite verschlossen! Dieser Feigling! Meinst du, ich wäre dumm? Ihr wolltet keinen Deal? Jetzt werdet ihr alle sterben! Du zuerst, Giul! Tötet sie! Was ist für uns? Artyom, was ist los? Und öffne die Tür für dich. Warte! Wo willst du hin, du Schwätzer?
Sieh dir das Blutbad an. Du hast voll aufgedreht, was? Von dem Kuhl sprach. Was zum Teufel geht da vor? Raus da! Ich schicke Leute, um euren Rückzug zu decken. Die Tür gibt nach. Brechen wir sie auf, Artyom. Na los! Du wolltest also eine Position. Neue ein. Mit denen? Das wird nicht passieren! Ein fehlgeleiteter Versuch! Ich hab sie! Schnapp dir den Baron! Nur die Stärksten, die überleben! Atian, dein Kopf ist im Weg. Du gibst meinen Leuten Hoffnung. Das werde ich niemals vergessen. Aber für mich hat dieser Krieg erst begonnen. Ich muss ihn zu Ende bringen. Muss siegen. Artyom, dein Traum hat uns hierher geführt, aber das hilft meinen Leuten nicht. Dieser Krieg ist jetzt auch meiner. Geh, Artyom. Mach deinen Traum wahr. Du bist wieder zurück, Geliebter. Ich hatte mir große Sorgen gemacht. Fanatiker am Wolgaufer, Kannibalen im Bergbunker, Sklaventreiber an der Küste des ausgetrockneten Meeres. Wie viele Monster sind durch den Krieg entstanden? Vielleicht waren sie schon immer da und der Krieg hat ihnen lediglich die Gelegenheit geboten, sich auszuleben. Und jetzt müssen wir sie für immer ertragen. Wird Damir, der in der Wüste geblieben ist, um Jul zu helfen, ihr Volk in die Freiheit zu führen, noch ein Monster besiegen? Und zwar die Trägheit im Denken jener, die von den Tyrannen dort unterworfen und versklavt wurden? Ehrlich gesagt habe ich Zweifel. Dieses Monster könnte sich als stärker erweisen als alle anderen. Wie auch immer, wir können es uns nicht leisten, die Hoffnung zu verlieren. Wir kommen unserem Traum immer näher, einen Ort zum Leben zu finden, frei von Strahlung und Mutanten. Die Karten, die wir in der Wüste gefunden haben, zeigen uns mehrere vielversprechende Optionen auf. Und jetzt warten wir alle gespannt auf die Entscheidung des Obersts, wohin die Aurora als nächstes fährt. Im Moment rollt der Zug ruhig nach Osten. Die Mannschaft ruht sich aus. Und Stepan hat Katja einen Antrag gemacht. Einen Antrag, den sie nicht ablehnen konnte. Verdammter Husten. Wir haben die Wüste schon lange hinter uns gelassen. Und trotzdem hält er noch an. Was raucht Crest eigentlich? Das Zeug ist schrecklich. Jedenfalls geht es mir jetzt besser. Ich höre nur ungern, Leute, aber ihr solltet in den Speisesaal kommen. Das Essen ist fast angerichtet. Danke, Stepan. Wir sind gleich da. Sollen wir gehen, Atyom? Oder noch etwas bleiben? Es ist so schön. Weißt du, Atyom, ich habe mir Stepan und Katja, dich und mich angesehen und gedacht, was für ein Glück wir haben. Bei meinen Eltern war das ganz anders. Es war echt übel.
Habe ich dir jemals erzählt, warum meine Mutter gestorben ist? Natürlich nicht. Es lag an Papa. Damals war er noch übler drauf. Kam von der Kaserne nach Hause und griff schon nach der Flasche, während er noch seine Stiefel auszog. Dann stritten sie sich und er kam eine Weile nicht mehr nach Hause. Und in seiner Abwesenheit begann sie auch zu trinken. Wenn sie nüchtern war, weinte sie. War sie betrunken, fühlte sie sich besser, war sehr verträumt. Los, Katja, ich hole mich noch etwas aus und komme später dazu. Was sagt man dazu? Wir sind krank. Alles ist perfekt, Katja. Folge uns. Das ist genial! Das ist toll! Gut gemacht! Na los, Leute! Geht bei ihr mit! Nein! Ist es ein Vorschlag? Lass ihn auf! Lass ihn schnell! Ihr seid ein Verbandkampf! Und jetzt eine Hebefigur! Das hat Spaß gemacht! Vielen Dank, Jungs. Ja, das war unvergesslich. Katja, ich habe schon zu lange geschwiegen, aber jetzt muss ich es sagen. Ich muss dich vor Stepan warnen. Er ist unglaublich und fürchterlich. Nett und warmherzig. Ja, tatsächlich, selbst ich weiß es. Archer, setz dich in meine Nähe. Das habe ich schon bemerkt. Unglaublich. Ach, das ist nur Lästerei. Sie sind neidisch. Was habe ich verpasst? Tja, Stepan. Du hättest sehen sollen, wie sie getanzt haben. Keine Sorge, du bekommst noch eine. Artig, bitte um Aufmerksamkeit. Ein halbes Jahr unterwegs und 4000 Kilometer hinter uns. Wir haben viel durchgemacht. Duke, Damir. Also gut, Leute. Es ist mir klar, dass ich das nicht länger vor euch verbergen kann. Nach reichlicher Überlegung und sorgfältiger Begutachtung der Satellitenkarten, die wir bekommen haben, gibt es möglicherweise ein neues Zuhause für uns. Es ist ein Flusstal. Dort gibt es einen Wald und ein Wasserkraftwerk. Ja. Es befindet sich fernab der dicht besiedelten Gebiete, was sehr wichtig ist, wie unsere Reise gezeigt hat. Wir sind jetzt noch etwa 2 Tage entfernt. Also, Glückwunsch an alle! Ja! Ja! Trotzdem ist das heute nicht unser letzter Punkt auf der Tagesordnung. Stepan, Katja! Oh, Ringe! Stepan, Katja, sprecht mir nach. Hiermit nehme ich dich zum Mann. Nehme ich dich zur Frau. Und werde dich von nun an in Ehren halten. In guten wie in schlechten Zeiten. In guten wie in schlechten Zeiten. In Reichtum und Armut. In Reichtum und Armut. Und Armut. In Krankheit und Gesundheit. Krankheit und Gesundheit. Um dich zu lieben und ehren. Zu lieben, bis der Tod uns scheidet. Bis der Tod uns scheidet. Als Kapitän dieses Schiffs erkläre ich euch hiermit zu Mann und Frau. Ich wünsche euch ein langes und glückliches Leben. Ach, und Gorko! 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 Tut mir leid, dass ich nichts gesagt habe. Wovon redest du denn da, Baby?
In Yamantau, als sie mich verschleppten, sagte dieser Ghoul-Doktor, dass meine Lungen sich zersetzen. Von dem Gas, das ich am Munitionsdepot eingeatmet habe, sagte, ich hätte nicht mehr lange. Wie kannst du diesem Monster nur glauben? Wir sind doch durch die Wüste und der ganze Sand. Das könnte doch der Grund sein. Katja, Artyom, auf ein Wort. Mir geht's gut, Artyom. Geh, alles ist jetzt gut. Also, Artyom, kannst du mir sagen, was wir jetzt machen? Lassen Sie uns konstruktiv sein, keine Panik schieben. Und Katja, was glaubst du? Ich glaube, dass es nicht klug ist, der Diagnose eines Degenerierten zu glauben. Ein Umzug von der feuchten Metro in die Wüste mit trockener Hitze und Sandstürmen ist Stress für die... Ich glaube auch, dass sie vorher schon Symptome gezeigt hätte, wäre es das Gas gewesen. Daher werde ich sie erstmal nach bestem Wissen untersuchen. Außerdem reisen wir zu diesem Tal voller Waldluft. Die alleine könnte sie schon retten. Ich mische mich nur ungern ein, aber ist etwas passiert? Anna hat Blut gehustet. Mein Gott. Meinst du wirklich, es liegt am Sand? Klingt für mich mehr nach TB. Ganz klar. TB kriegen wir in den Griff. Wir haben genug Antibiotika. Frische Luft hilft dabei auch. Anna, was? Was, wenn dieser Degenerierte recht hat, Katja? Was machen wir dann? Gibt es ein Medikament? In unserem Dorf gab es eine Flakbatterie. Zu Beginn des Krieges erhielten sie ein neues Medikament. Es hat viele Menschen vor Gas und allgemeinen Vergiftungen geschützt. Ich schaue mal Mamas Aufzeichnungen durch und suche den Namen aus. Ich glaube, es wurde in Novosibirsk hergestellt. Novosibirsk. Yermak, deine Meinung? Für Anna würde ich bis zum Ende der Welt fahren. Und Novosibirsk ist gerade mal 2000 Kilometer entfernt. Dann ist das beschlossene Sache. Wir fahren zu dem Tal. Wenn es geeignet ist, bleiben wir dort. Sollte sich Annas Zustand verschlechtern, suche ich mit einer Gruppe Freiwilligen nach dem Medikament. Also, Katja, bitte finde den Namen heraus. Mach ich. Keine Sorge. Eine Sache noch, Artyom. Ich möchte in diesem Tal keine Überraschung. Du bist unser erfahrenster Speller. Also nimm die Motordraisine, einen Freiwilligen. Sieh dir alles an, bevor wir eintreffen. Lass uns erstmal zurückgehen, um Anna und die anderen zu beruhigen. Aber das Mädchen. Jetzt verstehe ich, warum sie in letzter Zeit zu mir ist. Ich kann nicht behaupten, je religiös gewesen zu sein. Aber jetzt bitte ich alle Götter, auf Anna aufzupassen. Möge das Tal ihre Krankheit heilen. In der Zwischenzeit haben Aljoscha und ich einen Aufklärungseinsatz. Keine Ahnung, was uns dort erwartet, aber Aljoscha scheint überzeugt zu sein, dass zahlreiche Frauen seine Ankunft dort begierig erwarten. Sollte das wirklich der Fall sein, dann habe ich den bestmöglichen Begleiter für diesen Einsatz. Von diesem Tag. Nimm dir mal die Luft. Ist klar. Noch nie habe ich solche Luft gerochen. Ich wette, wenn wir eine Woche dort verbringen, wird nicht nur Anna geheilt sein, sondern dem Oberst werden sogar die Füße nachwachsen. Danke für eine heutige Fahrt. Die Schienen sind total krumm. Die ganze Trasse scheint wegzurutschen. Sie hält unser Gewicht. Wir sollten die Aurora kontaktieren und ihnen sagen, dass sie die Ankerstätte nehmen sollen. Aurora, bitte komm! Glaub mir! Hör dich! Ende!
Oberst, diese Strecke wird die Aurora nicht tragen. Nehmen Sie die Hauptstrecke. Ende. Sagen Ihnen, Sie sollen herkommen. Leute haben deinen Freund geschnappt. Ich kann aber sehen, dass ihr zwei keine Banditen seid. Ich werde dir helfen, solange du keine Dummheiten machst. Jetzt muss ich los. Bleib nur außer Sichtweite, dann ist alles gut. Thank you.
Stück Scheiße! Du bist hier! Die Mistkerle haben mich so eng gefällt. Ich schulde dir was. Das werde ich dir nie vergessen. Ich schwöre. Diese Füchtenficker haben mich hier einfach wie die Wölfe zurückgelassen. Ich kenne dich gar nicht. Aus welcher Hütte bist du? Echt schicke Ausrüstung. Jedenfalls solltest du da nicht allein hingehen. Ich hab's probiert und du weißt, was passiert ist. Diese Miststücke verstecken sich wie verdammte Eidechsen. Ich hatte einen Weg hineingefunden und war schon auf dem Rückweg, als die Mistdinger mich ansprangen. Ach, Scheiße! Beide Beine eingeschlafen. Ich kann gerade nicht gehen. Ich warte hier, bis sie aufwachen und hol dann die Jungs. Jetzt haben wir eine gute Chance, dieser Waldscheißer zu erledigen. Wir werden sie komplett in Stücke reißen. Sag mal, von welcher Hütte bist du eigentlich? Ich dachte, ich würde alle kennen. Bist du überhaupt aus unserem Lager?